Gut, wir sind jetzt dabei, Widerstandsnetzwerke rückwärts zu berechnen. Das heißt, wie man hier sieht in dieser Schaltung, wir haben es hier zu tun mit einer kombinierten Schaltung aus Widerständen. Und ich habe hier mal symbolisch Spannungsmesser und Strommesser mit angeschlossen, eingebaut. Und da haben wir bestimmte Werte gemessen. Zum Beispiel hier 1,6 Volt über dem Widerstand R3, ne? Deswegen haben wir U3 gesagt. Oder hier fließen 0,4 Ampere. Hier fließen durch beide Widerstände 0,2 Ampere. Deswegen habe ich I2,3 dazu gesagt, ne, mit dem Index. Und ich erinnere in Blau nochmal, bei der Parallelschaltung verhalten sich die Widerstände so, naja, so ungewöhnlich, dass wir 1 durch R gesamt ist 1 durch R1 plus 1 durch R2 plus 1 durch R3. Blablabla. Deswegen habe ich hier ein kleines N gemalt. Das soll ein N sein. Also so viele Widerstände, wie ich parallel schalte, so viele plus R2 plus 1 durch R3 plus 1 durch R4 und so weiter, muss ich dann hinschreiben. Hier haben wir es zum Glück mit nicht allzu viel zu tun. Wir kommen dann gleich drauf. Demgegenüber die Reihenschaltung, einfach in Reihe, einfach die Widerstände addieren. Hier ist wieder ein N. So, weil wir aber auch mit der Parallelschaltung zu tun haben werden, wir werden das gleich aufdröseln, machen wir eine Vorübung. Eine Vorübung, um besser nochmal mit den Brüchen und den gleichnamigen Brüchen und so weiter umzugehen. Da gibt es schon andere Videos, da muss man dann einfach nochmal im Netz nachgucken. Ich habe das da schon mit anderen Klassen behandelt, aber wir machen das jetzt mal so. Ich stelle folgendes Beispiel auf. X Drittel minus x, nee, Moment, nicht minus x, sondern minus 4 Achtel. 4 Achtel minus 6 Siebtel. Ach, ist gleich 6 Siebtel. Ja, gut, danke. Wie geht man damit um? Wir wissen, Brüche, die muss man gleichnamig machen, damit man irgendwelche Strichrechnungen, also Plus oder Minus, damit ausführen kann. Das heißt, wir machen das hier ganz eisekalt. Es gibt zwei Wege. Warte mal, ich mache mal kurz Pause, kopiere das mal hin, damit wir zwei Wege rechnen können. Es gibt einen schönen und einen nicht so schönen, aber beide haben ihre Vorteile. Pause. Nehmen wir mal den ersten Weg und sagen x Drittel, ich weiß nicht wie viel Drittel, minus 4 Achtel. Das wollen wir irgendwie vereinigen. Da gehen wir schon mal so bei, dass wir sagen, das können wir schon mal kürzen zu 1/2. Dann haben wir es schon mal leichter. Der gemeinsame Name heißt, das kleinste gemeinsame Vielfache, ne, 3 mal 2 in diesem Fall, ist 6. Ich schreibe das ruhig nochmal hin und schreibe x Sechstel. Aber das stimmt noch nicht ganz. Minus 1/2 ist gleich 6 Siebtel. So, Achtung, wenn ich, minus 1/2, wenn ich aber hier Sechstel draus machen möchte, dann muss ich hier erweitern mit 3, sozusagen über Kreuz, ne? Ich schnappe mir die 3 von hier und nehme sie einfach hier oben mal. Und hier muss ich dementsprechend mit der 2 multiplizieren. Ich kann auch die 2 davor schreiben. Schreiben wir es mal so davor. Wenn ich das jetzt kürze, 2 und 6, komme ich wieder auf Drittel. Wenn ich das hier kürze, komme ich wieder auf Halbe. Hier hinten, das lasse ich unberührt. Jetzt habe ich aber eine Möglichkeit, hier irgendwie weiterzukommen. Jetzt kann ich sagen, naja, 2 Sechstel. Aber wie sieht denn das aus? Wir schreiben mal 2x minus 1 mal 3 ist 3 und das alles durch 6 ist gleich 6 Siebtel. Wie löst man Gleichungen, indem man sagt, na komm, das durch 6 stört mich, ich nehme einfach mal 6. Dann steht auf der nächsten Zeile 2x minus 3 ist gleich 6 mal 6 ist 36 Siebtel. Jetzt stört mich noch diese olle 3. Gut, rüber mit der 3, plus 3. Plus 3 bedeutet, hier verschwindet sie, 2x bleibt übrig, 36 Siebtel bleibt stehen. Und ich mache mal hier Siebtel draus. Ich sage ganz einfach, das sind 21 Siebtel. Ne? 3 Ganze sind, 3 Eintel sind 21 Siebtel. Jetzt kann ich den Kram schon mal zusammenzählen. Ich schreibe mal zusammenfassen dahinter, damit jeder weiß, was gemeint ist. 2x ist gleich 36 plus 21 sind 57. 57 Siebtel. Geht leider nicht, im Moment überhaupt nicht zu kürzen. 57 ist zwar durch 3 teilbar, ne? Quersumme ist 12, aber durch 7 gehen sie im Moment noch nicht. Ist nicht schlimm. Ich muss sowieso noch durch 2 dividieren. Also steht x alleine und hier unten habe ich unterm Bruchstrich 7 mal 2 ist 14. Gucken, geht nicht zu kürzen, muss ich jetzt einfach annehmen als Ergebnis. Das ist jetzt viel Schreiberei, gebe ich zu, aber ich komme durch vieles Schreiben ruckartig zu meinem Ergebnis. Eine andere Variante wäre, ich nehme ganz einfach jetzt alles hier, das kürze ich nochmal vorher, 1/2, ich nehme jetzt ganz einfach alles mal einem Wert, der in 3, 2 und 7 drin steckt. Mal sehen, was passiert.
3 mal 2 ist 6, 6 mal 7 ist 42. Ich nehme alle beide Seiten mal 42. Mal sehen, wie das dann aussieht. Schreiben wir nochmal hin, ein bisschen auseinandergezogen. X Drittel minus 1 halb ist gleich 6 Siebtel. Jetzt mache ich das mal in blau wieder. Mal 42, mal 42. Kann ich davor oder dahinter schreiben, ist mir vollkommen egal. Mal 42. Was passiert jetzt, wenn ich jetzt kürze? Jetzt geht das wie folgt los. Ich kürze mal. Die 3 und die 42 durch 3 ist hier eine 1. 42 durch 3 ist 14, glaube ich, ne? 14 mal 3, 3 mal 4 ist 12, 3 mal, ja, passt. Die 42 und die 2, die kann ich durch 2 kürzen, habe ich hier 21 stehen. Und hier kann ich durch 7 kürzen, habe ich hier oben eine 6 stehen. Mal sehen, wie das jetzt sauber abgeschrieben aussieht, denn jetzt ist es ein bisschen unübersichtlich, gebe ich zu. Hier oben steht 14x, durch 1 kann ich mir schenken, ich bin die Brüche los. Hier oben steht 1 mal 21 durch 1 ist 21, ist gleich 6 mal 6 ist 36. Nanu, wie sieht das denn aus? Vielleicht kommen wir jetzt besser weiter. Mal sehen, wo der Haken ist. Ich habe alles mal 42 genommen, damit ich dann die Brüche los werde. Rüber mit der 21 plus 21. Dann haben wir hier drüben stehen 14x. Ist gleich, das sind zusammen 57. Ne? Ich teile nochmal durch 14. Und x steht dann alleine 57 Vierzehntel. Oh, richtig. Krass. Das geht schneller. Das heißt, wenn wir dann hier mit dieser Formel hier umgehen müssen, dann haben wir das dadurch leichter. Wir werden jetzt nochmal schnell ein paar Übungen machen, damit wir mit den Brüchen besser umgehen können. Und ich schlage die rechte Variante vor, denn wir machen nichts Schlimmes. Regiestrich, mal irgendwas durch, irgendwas minus irgendwas, ganz egal, wird sowieso auf beiden Seiten gemacht, also kann nichts passieren. Lasst uns mit der rechten Variante nochmal üben, weil die andere, die ist zugegebenermaßen ein bisschen unübersichtlicher, ne? Ich halte jetzt das Video an, beziehungsweise ich schließe jetzt das Video ab. Wir sehen uns dann zur Berechnung für dieses ganze Widerstandsnetzwerk gleich wieder.